Liebe Fußballfreunde, Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel bei der WM 2018. In dem zwei richtig gute Teams aufeinandertreffen. Zwei Teams, von denen wir uns durchaus eine Menge erwarten. Sehen die Fans ganz genauso. Die Stimmung ist super und das Ganze schon seit Stunden. Hier ist richtig was los und auf dem Rasen gleich mit Sicherheit auch. Wir zeigen Ihnen heute die Begegnung Japan gegen Senegal. Und damit herzlich willkommen zurück. Nach der jüngsten Auswärtsniederlage will man heute natürlich ein positiveres Resultat einfahren. Ja, das 2:5 war natürlich eine ganz harte Nummer für Sie. Aber ich glaube, dass Sie heute zurückkommen und sich einen Punkt holen können. Ja, das 2:5 gegen Kolumbien. Das steht jetzt auf dem Plan, irgendwie auszubügeln. Und zwar sind wir in der... Jetzt stehe ich gerade selber ein bisschen auf dem Schlauch. So. Also müssten wir doch jetzt in der Gruppe H sein. Ja, genau. 35.000 passen hier rein bei der WM in diese Jekaterinburg Arena. Aber nach der Japan WM hat ja im Hinspiel wird diese Zahl reduziert, da wird das Stadion wieder verkleinert, denn man Senegal weiß, so viele Fans, hat die zieht der hiesige gegen Verein Polen einfach gewonnen. Nicht, wie ich finde, eine gute also Variante, die durchaus Schule macht. Eine könnte. Ausgangslage, die wir so eigentlich, glaube ich, noch nicht hatten. Ansonsten hatten wir ja ganz viel Sieger- bzw. Verlierer-Duelle. Auf die Aufstellung der Japaner. Ich glaube, das ist jetzt das Herzstück erste Duell, dieser Formation ist natürlich ein Sieger das und ein Verlierer. Ja, das 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und das bringt sich ja auch noch die Möglichkeiten da über außen. Könnte Senegal natürlich schon quasi für Klarheit sorgen. Da sehen wir die heutige Aufstellung von Senegal. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Ich sage jetzt mal, zum Beispiel Senegal gewinnt jetzt und Polen gewinnt das Spiel auch. Dann sind ja am letzten Spieltag Kolumbien gegen Senegal, das wäre ein direktes Duell. Kolumbien gegen Senegal wäre ein direktes Duell, genau. Und jetzt gehen wir Japan rein ins Spiel. Raus. Was wurde nicht alles über diese Partie gesagt? Das ist jetzt wurscht. Jetzt mit zählt nur noch die Leistung Senegal, auf dem Platz. Ja, ich rede bitte. Jetzt bin ich durcheinander. Kolumbien. Doch klar, Kolumbien gegen Senegal. Jetzt spielen sie gegen Japan. Shoei. Am ersten Spieltag haben sie gegen... Nagatomo. Polen gegen Japan, so. Das wäre kein direktes Duell. Polen gegen Japan wäre auch kein direktes Duell. Hasebe. Shinji Kagawa. Senegal wäre nicht groß. So. Fairer Einsatz hier. Sabali. Ganz einfach. Jetzt vielleicht. Oh, nicht das Tor. Und wenn der reingeht, knapp. Dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter 0-0. Bitte entschuldige, ich nehme das Spiel jetzt gerade relativ spät auf. Und der Tag war relativ anstrengend. Erst heute Morgen die Arbeit und dann hatte ich quasi selber ein kleines Fußballturnier. Bei dem ich mich bewegt habe. Im zweiten Vorrundenspiel erleben wir ja oft, dass die Teams etwas gebremster auftreten als im ersten Spiel. Haben wir schon ganz oft erlebt. In Partie Nummer 1 willst du ein Zeichen setzen, aber heute geht es darum, die Weichen in Richtung Weiterkommen zu stellen. Pass auf die Außenbahn. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Und schon ist der Ball weg. Da ist jetzt Platz
Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ball kommt rein. Super Aktion, gut geklärt. Super Parade, den Kopfball hält er. Kein guter Abstoß, der Gegner am Ball. Da kommt der Schuss. Kelter Valdé, ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja, das gibt Eckball. So. Und haken wir mal das Training ganz schnell unter dem Punkt ab. Naja, mit dabei ist auch mal gut. Ja, also wir haben insgesamt einen Sieg rausgeholt, aber sind halt dementsprechend Vorletzter von 5 Teams geworden. Die Ecke kommt rein. Klasse vom Torwart, er pariert diesen Kopfball. Angriff jetzt von Japan. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Mané. Da wäre ich jetzt leider, muss ich für mich auch jetzt nehmen. Die Flanke. Ein Tor so, habe ich durch einen Fehlpass sah quasi. Fast schon nach dem Tor aus, also aber nichts ist. Ach, war das Fehlpass knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Also aus der Szene, die auf meinen Fehlpass folgte, entstand halt das Tor. Aber bei dem Spiel sind wir eh unter die Räder gekommen. Also. Geht gut dazwischen, das weg ist dabei. Das hat mich schon sehr geärgert. Vor allem, weil wir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut dabei waren. Das könnte die Chance werden. So, was machen Sie draus? Gute Aktion. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Muss das so? Er war noch gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Guyaté. Schlecht verteidigt, da geht. Da kommt der Schuss. Gute Parade. So. Das wird einen Eckball geben. Der Senegal dreht ein bisschen auf. Er will heute. Da kommt die Ecke. Mané! Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt ist er durch. Erstmal rausgekommen. Schuss! So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Den habe ich irgendwie in der Entstehung schon drin gesehen. Okay. Verdammt. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nagatomo. Hasebe. Japan mit dem Vorstoß.
Okazaki. Hasebe. Die sind aber auch echt ganz gut am Beton an drin da hinten. Oh, das stimmt das nicht. Gefährde mal. Los. Shinji Kagawa jetzt. Muss das so. Gueye. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können. Noch haben wir hier einen knappen Rückstand, Buschi. Wie siehst du die Chancen hier in diesem zweiten WM-Gruppenspiel? Also mich erstaunt schon, dass sie hier zurückliegen. Ungewohnte Schwächen immer wieder in Durchgang 1. Ich glaube, da wird ihnen der Trainer in der Pause einiges mit auf den Weg geben. Ja, das wäre nicht gut für Japan. Wir müssen am letzten Spieltag gegen die Polen. Die halt auch unter Zugzwang stehen. So. Das ist eine relativ klare Ansage. Wer hier gerade das Spiel macht. So, die zweiten 45 Minuten gehen los. In diesem zweiten Gruppenspiel der Vorrunde bei der WM 2018. Von den Leistungen her ist das natürlich bis hierhin absolut WM-würdig. Ja, und von der Atmosphäre sowieso. Kagawa. Wird das seine Torchance? Da setzt er sich gut durch. Alter. Foul. Ich wollte sagen, das kann ja mal definitiv gepfiffen werden. Wunderbar. Ja, quasi durch gewesen. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nichts. Und das war auch nichts. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Und Kagawa mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr guter Einsatz. Keita. Sabali. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Keisuke Honda. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Es war noch nicht mal mein Spieler am Ball. Och, was soll denn da das Abseits gepfeife? Pfeife. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Und da ist der Ball wieder weg. Lauf doch nicht so weit vor. Da kann er ihn stoppen. Klasse Zuspiel. Sako. Abgewehrt vom Torwart. Oh. Da ist die Auswechslung. Klappt wieder gar nichts. Fans feiern ihn. So, jetzt. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. War es doch eine schlechte Idee. Jetzt aufzunehmen. Nee. Jetzt kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und dann sind sie am Ball. Das gibt es nicht. Wird's jetzt wenn gefährlich. Die teilweise gecheckt wird. Den spielt er wieder zurück. Und dann habe ich da so einen teilweise die richtigen obersten Billo-Elfmeter. Nee, Wolf, das stimmt. Bei dem Wetter ist es schwer, wirklich vernünftig zu spielen. Sieht man hier ganz deutlich. Kouyaté. Sabali.
Idrissa Gueye. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Ganz wichtige Aktion. Oh, lol. Das sah gut aus. Das gibt's Pass. Doch nicht. Pass auf die Außenbahn. Kagawa. Ja, Spiel. Hasebe. Und jetzt Kagawa. Ballverlust. Das gibt es echt nicht. So ein lächerlicher Kackscheiß. 20 Minuten zu absolvieren. Oh, und du spielst genau auf den Mann, du. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Und Jai. Jetzt wird's gefährlich. Das macht er gut. Sakai. Und Kagawa. Okazaki. Shinji Kagawa. Oh, beweg dich nicht wie der letzte Horst. Das gibt's doch nicht. Das schönes Pressing jetzt. Mbuji. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und jetzt Kagawa. Defensiv machen sie es. Kannst du auch mal einen Pass halbwegs vernünftig spielen? Shinji Kagawa. Ja, jetzt und dann kommt er nicht an. Dann hat nicht wieder direkt der Gegenspieler den Ball. Weil er sich bewegt wie der letzte. Da wäre jetzt Folge. Viel Platz für einen Konter. Ich wollte jetzt gerade was Schlimmeres sagen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Hasebe. Sakai. Shinji Kagawa jetzt. Oh, dreh dich! Lange geht es nicht mehr. Schande. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Keinen Fink. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Alter. Ball draußen. Und das ist wieder kein Freistoß. Jetzt kommt der neue Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Lächerlich. Keisuke Honda. Ja, hat er erst am Ball gespielt. Der Pass kommt nicht durch, das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Kurz vor Schluss gibt es noch einen Freistoß. Ja, gibt am besten auch noch Geld für. Ja, ja. Ist klar. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Geld. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Okazaki. Der Pass hätte mal du durchkommen passt müssen. Wie der letzte Vollhorst. Mann, das nervt doch echt. Sie spielen sich jetzt den Ball hin und her, die Zeit verrennt. Klar, das gefällt hier nicht allen. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Ja, ja. Oh. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Kagawa. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Passt ihm doch nicht direkt auf die Füße. Das gibt's doch echt nicht. Ja, direkt rot. Weg. Noch wenige Minuten und nach oh Mann, ey. Hilf mich das auf. War eine gute Chance. Ja, ja. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ja, das geht in Ordnung. Kagao. Dass man kräftig in Harz fahren. Oh ja, pfeif ab. Genau. Das Spiel ist vorbei. Wir nichts geschissen gekriegt. Das Spiel ist vorbei und sie verlieren. Was sagst du zum Spiel? Entschuldigung. Das war zu wenig heute, das wissen sie aber auch selbst und deshalb haben sie verdient verloren. Mann. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. So. Klar, dass er heute happy ist, er hat den entscheidenden Das ist Treffer natürlich gemacht. Jetzt wirklich sehr bitter für Japan. Schön ich den umschreibe, sehr bitter. Das ist ein Grand Malheur de Kack ist das quasi. Nein, ich will einen Spielplan haben. Dieses Spielplan haben. Oder kannst du mal aufhören, die direkt zu springen hier? Danke. So. Dann gucken wir mal eben kurz, wie es dann jetzt was die Lage sagt. So. Jetzt hat Senegal auch noch mit 1-0 gewonnen.
Jetzt hat Senegal nämlich 6 Punkte. Vor Kolumbien mit 3, Polen mit 0 und Japan mit 0. So. Dann gucken wir eben erst einmal in die Bewertungen. Ja, die sind durchgehend schlecht. 7,4 ist noch das Beste. Ne, 7,9. Kawashima. So. Aber hier sind sie jetzt auch nicht so stark. 7,8 Gie. 8,8. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mboji. Mit 7,9, Koulibaly mit einer 8,2, 8,0 Sabali, jo. Und 7,6 Gassama, so. Oh ja, das war jetzt auch nicht so zum, also fand ich jetzt auch persönlich nicht so stark. Ja, für die Japaner sieht es jetzt gerade immer ganz schlecht aus. Jetzt gucken wir doch mal eben kurz, was denn in welchem Falle passiert. Also, was mir jetzt gerade direkt auffällt, wenn Polen und Kolumbien jetzt unentschieden spielen. Heißes Kofferpacken für die Japaner. Wenn Kolumbien das Ding gewinnt, heißes Kofferpacken für die Japaner. Wenn Polen das Ding gewinnt, müssen die Japaner auch am letzten Spieltag gegen die Polen gewinnen. Und Senegal muss gegen Kolumbien gewinnen. Und die Japaner müssen diese irre schlechte Tordifferenz aufholen. Also die Japaner müssen am besten hoch gewinnen, damit sie A, einmal an Polen vorbeiziehen und B, die schlechte Tordifferenz gegenüber Kolumbien wettmachen. Das sind viele Wenns. So. Schüsse 2 zu 11. Ich habe keinen aufs Tor gekriegt. Warte. 0 zu 6. 50-50 Ballbesitz. Zweikämpfe 2 zu 14. Ich verstehe das nicht, dass ich in manchen Spielen überhaupt nicht in die Zweikämpfe komme und in den anderen. Oh! Gewinne ich. Gewinne ich quasi die meisten. Fouls 2 zu 1, gelbe Karten 2 zu 0, rote Karten 0 zu 0, Verletzungen 0 zu 0, Abseits 1 zu 1 und die Ecken 0 zu 3. Schussgenauigkeit 0 zu 54 und Passgenauigkeit 85 zu 80. Und ich wollte doch mal die Spielereignisse gucken. So. Das Tor in der 42. Minute und in der 87. Minute das Gelb für Okazaki und in der 90. Minute der Kai. Ich sag ganz ehrlich, das war ein Brusttor aus alles. Also das. Das war purer Frust. So, jetzt drücke ich hier einfach weiter und ja, diesmal gibt es keine Highlights leider. Ja, ich sag mal, bis zum nächsten Spiel. Das wird dann Polen gegen Kolumbien sein. Ja, hier seht ihr auch, dass Özil verletzt ist. Ich hoffe, dass ich das in der Story bringe. Mhm. Ich hoffe, ich denke dran. So, gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und bis zum nächsten Mal. Tschüss.